Gute Unterhaltung beim Magazin wünscht Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats November. Landskron Export. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron. Immer ein Genuss. Das Magazin von Oberlausitz TV, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen Sie heute jetzt und hier aus dem Burgtheater im Bautzen, hier unterhalb des Rietschelgiebels. Und das hat einen guten Grund, denn wir möchten Ihnen im Verlauf der Sendung eine Neuinszenierung des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters im Bautzen näher vorstellen. Das Interview, ich habe mich mit dem Regisseur vereinbart und freue mich schon drauf. Aber zuerst gehen wir nach Zittau. Die Band Chenix hat in Zittau und nicht nur in Zittau, sondern mittlerweile im ganzen Land Kultstatus. Sie arbeiten an ihrem zweiten Tonträger, der soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Und dafür haben sie im Vorfeld ein Interview gegeben. Jetzt gibt es Teil 1, dann sehen Sie den Wochenrückblick und dann gibt es den zweiten Teil dieses Interviews und dann sind wir wieder für Sie da. Als wir 2011 von unserer Tour zur ersten Platte wieder zurück nach Hause kamen, waren wir erstmal total ausgepowert, brauchten eine Pause, brauchten Ruhe und die haben wir uns genommen diese Zeit, haben andere Dinge getan und es war auch sehr, sehr wichtig, dass wir Abstand genommen haben, damit wir am Ende wieder zurückfinden konnten zu dem, was wir lieben, halt zu der Musik. Wir haben uns dann in den Proberaum gesetzt, der Spirit war da, die Energie war da, die Inspiration war da und wir haben neue Songs geschrieben, mit denen wir sehr zufrieden sind und die uns sehr, sehr stolz machen. Momentan stecken wir mitten in den Arbeiten zu unserer zweiten Platte. Die Songs sind eingespielt und jetzt geht es an Sachen wie das Cover-Artwork, das ganze Artwork an sich, die Veröffentlichungsstrategie, Videodrehs, Videoideen, Fotoshootings. Es gibt allerhand zu tun und wir haben eine Menge Energie und es wird gut. Wird mehr an uns als Band dran sein als je zuvor. Also wir stecken mehr in dieser Platte als in unserem ersten Album. Es ist ein weiterer Step und wir haben auch viel Wert darauf gelegt, ein bisschen back to the roots zu kommen. Also es werden härtere Töne angeschlagen, aber es wird an Melodie und Beats nicht verlieren. Und wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir da geschaffen haben und sind ein Stück weiter erwachsen geworden. Ein konkretes Datum können wir jetzt noch nicht sagen, weil ganz, ganz viele externe Faktoren damit reinspielen. Wir geben unser Bestes, arbeiten hart dran und sobald es soweit ist, werdet ihr davon erfahren. Die Arbeitslosenquote in der Oberlausitz bleibt stabil unter 10%. Im Oktober konnten im Bezirk der Agentur für Arbeit Bautzen 375 neue Jobs vermittelt werden. Werfen wir jetzt einen Blick auf die aktuellen Zahlen.
Im Landkreis Bautzen fanden 335 Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Insgesamt suchen derzeit 14.255 Personen eine neue berufliche Perspektive. Im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote hier um 0,2%. Im Landkreis Görlitz haben 40 Personen eine neue Arbeit gefunden. Insgesamt waren hier laut Agentur 14.516 Frauen und Männer ohne Job. Betrachtet man die Gesamtarbeitslosenquote für den Agenturbezirk Bautzen im Vergleich zum Vormonat, so fällt diese um 0,1 auf 9,6%. Die mobile Oberlausitz, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Senderubrik, in der wir Ihnen kleine Programme, Applikationen für Smartphones und Tablets vorstellen. Heute die IHK-Lehrstellenbörse, herausgegeben vom Industrie- und Handelskammertag Deutschlands. Finde deinen Ausbildungsplatz, das ist das große Motto, oder die Frage, welcher Beruf passt zu dir. Auf diesen Button wollen wir einmal gehen. Wähle deine Talente und Interessen aus und du bekommst passende Berufe vorgeschlagen. Kreativität und Gestaltung, organisieren, forschen und entdecken. Wir gehen mal auf Zahlen und Fakten und lassen uns hier die passenden Berufe anzeigen. Vom Anlagenmechaniker bis zum Bankkaufmann und der Bankkauffrau. Es gibt jeweils Informationen zum Dauer der Ausbildung, zu den Voraussetzungen, Interessen und Neigungen und zu den Inhalten und Tätigkeiten. Und ich kann mir dann passende Ausbildungsplätze anzeigen lassen. Noch einfacher geht das über ein direkt an einen Ort gebundenes Suchsystem. Wo suchst du? Hier gebe ich die Postleitzahl ein, von wo aus ich suche, 02625 für Bautzen, und sage dann, ich suche im Umkreis von 100 Kilometern. Alle Berufe natürlich nicht. Ich grenze das mal ein auf Bankkaufmann, Bankkauffrau, Ausbildungsplätze finden, und dann wird mir aufgelistet, welche Ausbildungsplätze gibt es im Umfeld von 100 Kilometern. Die Kreissparkasse Bautzen, die sucht gleich 5 Bankkaufmänner oder Bankkauffrauen, die Volksbank Löbau-Zittau, die sucht 3. Wir finden das eine sehr schöne Übersicht. Das geht bis Dresden, Spremberg, Cottbus. Ich kann das natürlich enger einkreisen. Welcher Beruf passt zu dir? Hier gibt es dann auch nochmal sehr schöne Hintergrundinformationen zu den einzelnen Berufsbildern. Wir finden eine sehr gelungene App. Die App gibt es im App Store, natürlich kostenlos. Mit einem Download macht man definitiv nichts falsch. Wenn man sie sieht, dann reizt es einen förmlich, sie zu etwas zu benutzen. Ich bin reich genug, um mich sogar mit ausgesprochenem Elend zu verloben. Meine Fresse, ist die hässlich. Hast du genug von Tennis? Oder von Polo und Bridge? Aber dann bleibt dir doch noch Fußball. Warum soll mir nur eine Hübsche gefallen? Darf mir eine Hässliche nicht gefallen? Jeder hat so ein Wesen, das ihn in den Wahnsinn treibt. Und sie sind meins. Thank you.
Also die geben wirklich alles. Das OKV präsentiert Falkenberg, das Konzert zum neuen Album Freiheit am 16. November. Über 25 Jahre Bühnenpräsenz und 16 Alben sprechen für ihn und seine musikalische Vielfalt. Und am 19. November ist die Hamburg Blues Band zu Gast. Mit dabei auf der OKV-Bühne Maggie Bell und Lilla Anderson. Wir haben in den letzten 10 Jahren natürlich die volle Breitseite des Plattenbusiness kennengelernt. Wir haben die Spaßseite kennengelernt, aber auch natürlich die Härte und Kälte, die das manchmal mit sich bringt. Die Momente, in denen man knallhart auf den Boden der Realität zurückgezogen wird. Und wir haben viel gelernt, sind stärker geworden, sind schlauer geworden und nehmen einen riesen Horizont an Erfahrung mit in die Zukunft. Und ja. Das war's eigentlich schon. Ja, wir sind natürlich reifer geworden, erwachsener und realistischer auch ein bisschen. Haben natürlich nie verlernt zu träumen und auch davon weiter zu träumen, ein Leben mit der Musik zu verbringen. Innerhalb unserer Band und unserer Plattenfirma hat es viele Veränderungen gegeben und wir werden die zweite Platte noch mehr allein machen, wir werden noch mehr allein entscheiden müssen und das stellt uns natürlich vor wahnsinnig viele neue Aufgaben und Herausforderungen. Es ist sehr spannend, aber man geht doch mit einem gewissen Respekt an die ganze Sache ran, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, dazu muss man sagen, dass wir in einer ziemlich turbulenten Zeit groß geworden sind als Band. Im Musikbusiness hat sich viel verändert. Es ging von der Platte als physisches Medium hin zu mehr Downloads. Das Internet wurde immer wichtiger. Und es hat sich so viel verändert, so rasant. Da muss man immer sehen, dass man da dran bleibt. Und es ist für junge Bands wie uns nicht einfacher geworden. Es ist ziemlich hart, diesem Druck standzuhalten, dieser Sucht nach Individualismus. Jeder muss immer irgendwie besonders sein, um irgendwie aufzufallen. Aber wir finden es ganz, ganz wichtig, sich treu zu bleiben. Und wir wissen auch sehr zu schätzen, dass man heutzutage als Musiker und als Künstler freier ist als je zuvor. Man kann viel mehr für sich nutzen. Man hat einen wahnsinnig großen Horizont an Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und das sollte man auch sehen als Freiheit. Und die nehmen wir uns und die haben wir und die nutzen wir. Wie blicken wir in die Zukunft? Positiv. Wir gehen mit viel, viel Energie in die Zukunft, mit viel Ideen, mit nagelneuen Songs und wir glauben an die Kraft der Musik und wir glauben auch an die Kraft der handgemachten Musik, an dem, was echt ist. Thank you.
Das Magazin von Oberlausitz TV im Rahmen der Gründerwoche in Deutschland findet im Technologie- und Gründerzentrum Bautzen am 23. November ein sogenannter Gründertag statt. Und einer der Veranstalter, nämlich der Geschäftsführer des TGZs in Bautzen, ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jürgen Besold. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was kann denn so ein Gründertag leisten? Ja, der Gründertag, der liefert die Basisinformationen für diejenigen, die sich selbstständig machen wollen. Und die bezeichnen wir eben als Gründer. Sag ich mal, geht ja die Zahl der Existenzgründer deutschlandweit zurück. Es ist denn nur ein sächsisches Problem. Woran glauben Sie, liegt es? Ja, das ist ein gesamtdeutsches Problem. In Deutschland sind die Gründungen seit 2003 ungefähr auf die Hälfte gesunken. Deutschland hat sehr gute Bedingungen, dass man sich anstellen lassen kann. Das heißt, abhängige Beschäftigungsverhältnisse sind immer populärer geworden. Gründung, sich selbstständig machen, ist mit einem Risiko verbunden. Ja, und dieses Risiko will eben auch nicht jeder eingehen. Dieser Gründertag wird organisiert mit starken Partnern, mit der IHK Dresden, Geschäftsstelle Bautzen, mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises und mit der Arbeitsagentur. Ja, auch die Arbeitsagentur ist ein wichtiger Partner, die wir uns ins Boot geholt haben, denn viele Gründer starten aus dem Status der Arbeitslosigkeit. Und diese Gründer bedürfen einer besonderen Unterstützung und Förderung. Können wir mal ins Programm schauen. Was erwartet denn die Interessenten? Die Veranstaltung ist übrigens kostenlos. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Veranstaltung wird eingeleitet mit einem sogenannten Motivationsvortrag. Das heißt, ein sehr erfahrener Unternehmensberater wird zu dem Thema Gründer, Unternehmerpersönlichkeit sprechen und gleichzeitig wird eine Gründerin, also eine junge Frau, von ihren Erfahrungen bei der Gründung berichten. Wo kann man sich noch informieren? Das ausführliche Programm gibt es im Internet? Das ausführliche Programm gibt es im Internet. Wir werden das auch verteilen. Es wird also in den Wirtschaftsförderämtern, bei der IHK, bei der Agentur für Arbeit und auch bei den regionalen Sparkassen ausgehängt. Gut, Herr Professor Bissel, dann bedanke ich mich für das Gespräch. 23. November, 9 bis 13 Uhr, Gründertag hier im Technologie- und Gründerzentrum Bautzen. Bei uns gibt es eine ganz kurze Werbepause. Oh, das ist wirklich schön. Das nehme ich. Entschuldigung, er hat es sich gerade ausgesucht. Schluss aus, meins gehört mir. Es ich ist meins. Sie. Mein Sohn. Hallo, geht's noch? Nicht, Herr Illert? Ich glaube es gerade nicht. Aber meine Damen, Sie können alles von mir haben. Löbau, na klar. Heiße Showeinlagen, bissige Sketche und flotte Musik gehören zur fünften Jahreszeit und dem Karnevalsclub Löbau. Seien Sie dabei, wenn unsere Funken Ihr Tanzbein schwingen. Und das ist unsere nächste Veranstaltung im Sudhaus Löbau. Neu bei Ajene und Sohn in Löbau. Die Rundumerneuerung ihrer Polstermöbel. Von der Maßanfertigung über Neubezug bis hin zu Aufpolsterungen fertigen wir fachgerecht und ganz nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie mit uns. Machen Sie jetzt den SEPA-Check auf www.ksk-bautzen.de. Weitere Informationen für Privat- und Firmenkunden sowie Kommunen und Vereine gibt es bei Ihrem Sparkassenberater. Ihre Weihnachtsfeier im historischen Ambiente des Ratskellers Löbau. Genießen Sie unsere gutbürgerliche Küche, jetzt rechtzeitig vorbestellen.
Willkommen zu den kostenlosen Veranstaltungen der Volksbank Löbau Zittau. In der Reihe Rund ums Haus erfahren Sie Neues zu alternativen Energien, Haus und Garten. Mit Erben und Co. sichern Sie die Werte Ihres Lebens. Ein Rechtsanwalt steht Ihnen zur Seite. Gesundheit kostet heute viel Geld. Wie man trotzdem sinnvoll spart, erfahren Sie zu den Gesundheitstagen. Um Anmeldung wird gebeten. Mehr Infos im Netz unter www.vb-löbau-zittau.de. Ich darf nicht nach Bosnien, ich darf nicht einmal nach Den Haag. Weißt du was? Ich darf Katja interviewen. Was? Es ist mir doch scheißegal. Ich bin politischer Redakteur, was kümmert mich dann ihre Scheißtitten? Das Kabinett tritt heute Abend höchstwahrscheinlich zurück und ich muss zwei Titten interviewen, die keinen geraden Satz herausbringen. Arschloch. Deshalb, weil ich verflucht nochmal eine Barbie-Puppe interviewen soll, anstatt einen Ministerpräsidenten. Arschloch. Vorhang auf, wir stellen die Neuinszenierung am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen vor. Die erste Premiere in dieser Spielzeit ist ein Stück, das heißt Das Interview, ein Kammerspiel im Burgtheater. Und an meiner Seite ist der Regisseur Michael Funke. Schönen guten Tag. Hallo. Vielleicht können Sie uns den Handlungsstrang mal ganz kurz erzählen, berichten. Ja, das ist immer nicht so einfach, einen Handlungsstrang mit drei Worten zu erzählen. Es trifft einen Journalist, der eigentlich dachte, für die politischen Themen verantwortlich zu sein in Holland und auch für die Krisengebiete verantwortlich zu sein. Der wird beauftragt, plötzlich ein Filmsternchen, also ein Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Filmsternchen zu interviewen, ist entsprechend konditioniert am Anfang und trifft auf eine Dame, die natürlich auch mit diversen Journalisten einschlägige Erfahrungen hat. Und aus dieser Situation ergibt sich dann eine wirklich wahnwitzige Auseinandersetzung, also wo bei beiden Figuren Dinge freigelegt werden, was sie sich vorher nicht haben träumen lassen. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Stück. Also es geht um Lüge, um Wahrheit, es geht um sich verstellen, es geht um eine Art Position zu finden in dieser Mediengesellschaft und auch um die Katastrophen, die dann letztlich durch die Verstellung stattfinden. Also wo Figuren manchmal selber nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt die Wahrheit reden oder ob sie eigentlich schon längst am Lügen sind. Und das ergibt sich auch daraus ergibt sich ein Spiel zwischen den beiden, was also ziemlich brisant ist und am Ende auch zu großen Überraschungen dann führt, die man eigentlich nicht erwarten kann, wenn der Abend losgeht. Und dann ist es aber trotzdem immer wieder auch benannt als ein Kammerspiel mit Kritik an der Medienlandschaft schlechthin. Würden Sie da mitgehen oder wo würden Sie die Kritik womöglich gar unterstreichen? Ja, es geht natürlich vor allen Dingen um diese beiden Menschen und es wird also über deren Auseinandersetzung letztlich die Kritik dann auch deutlich, dass also diese Mediengesellschaft also in vielen beruflichen Bereichen, also natürlich auch in unserem, aber auch in vielen anderen Bereichen, oft dazu führt, dass also Leute daran gewöhnt sind, sich mittlerweile Rollenmuster überzuhelfen, um irgendwie weniger gefährdet zu sein, um weniger sich ausliefern zu müssen gegenüber einer Öffentlichkeit. Und dazu, wenn man dazu noch die ganze Geheimdienstaffäre nimmt, die momentan uns brutal überrollt, da stellt sich die Frage ja sowieso, also wie weit sind wir überhaupt noch imstande, also unsere Intimität zu leben, ohne dass das irgendjemand beobachtet oder irgendwo ausgenutzt, abgespeichert oder wie auch immer wird. Und das geht natürlich auch um diese Frage im Stück. Nun frage ich mal etwas persönlicher. Also da treffen sich zwei Menschen, die sich eigentlich gar nicht treffen wollen. Sowas kennen wir ja im alltäglichen Leben wahrscheinlich alle. Wie schützen Sie sich denn in solchen Momenten?
Ich versuche mich da gar nicht zu schützen. Also letztlich muss man da in die Nase drauf zugehen. Als DDR-Bürger ist man da auch ein bisschen trainierter, glaube ich. Also wir haben mit Verfolgung und mit diversen Beobachtungen unsere Erfahrungen und können damit vielleicht dann auch etwas souveräner umgehen. Allerdings muss ich sagen, reagiere ich dann auch sehr allergisch, wenn ich spüre, also dass bestimmte Freiheiten oder dass man eingeschränkt ist, also in einer Situation, wo man dann anfängt zu sortieren, was gebe ich noch ins Internet rein, was kann ich überhaupt noch von Meinungen preisgeben, ohne Gefahr zu laufen, dann irgendwo dann durch irgendwelche Filter dann in die falsche Ecke zu geraten. Aber wenn man letztlich dann auch keine Rücksicht nimmt auf falsche Ecken, ist man, glaube ich, ein freierer Mensch und das sollten sich die meisten Leute, glaube ich, auch bewahren, um dem was entgegenzusetzen und dann nicht sozusagen durch eine Selbstdisziplinierung darauf zu reagieren, was, glaube ich, nicht gut wäre. Herr Funke, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Viel Erfolg für die Premiere. Die gibt es am 2. November, das Interview. Die anderen Aufführungstermine, die finden Sie im Internet unter www.theater-bautzen.de. Was willst du von mir? Ein schönes Gespräch. Und wie kommst du zu deinem schönen Gespräch? Indem du mich schikanierst? Weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Einmal? 20 Mal? 100 Mal? Es stört mich nicht. Warum nicht? Weil mir ein Pierre Peters völlig egal ist. Oder eine Barbara Nutte. Oder ein Kees Sackgesicht. Oder ein Jan Schlappschwanz. Die reihen alle Wörter aneinander. Wörter, die mit mir nichts zu tun haben. Hey, Katja treibt es mit Kees. Katja treibt es mit Jan. Katja ist verliebt in Theo van Gogh. Hey, hat Katja wieder neue Titten? Katja hat sich den Po lecken lassen. Katja ist in einen Waffenskandal verwickelt. Katja kann ich schwanger werden. Weißt du, wie viele Alben ich habe? Nein. Null. Und weißt du auch, warum nicht? Nein. Weil niemand, aber auch wirklich niemand, nur ein gutes Wort für mich übrig hat. Niemand, niemand und niemand. Nie, nie und niemand. Und dann kommst du und willst mich niedermachen? Ich will dich nicht niedermachen. Ach komm. Jung oder alt, männlich oder weiblich, rund 80.000 Menschen in Deutschland sind überzeugt von der Idee, in ihrer Freizeit ehrenamtlich technische Hilfe zu leisten. Lassen auch Sie sich anstecken von der Faszination THW. Auch Ronny Bornschein arbeitet in seiner Freizeit beim THW mit als Truppführer Fachgruppe Wassergefahren. Ich bin beim THW, weil es mir großen Spaß macht, mit der Technik umzugehen, Menschen zu helfen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Ehrenamt brauchen, um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Nancy Schauer ist erst 19, kümmert sich aber schon mit viel Engagement um den Nachwuchs. Es macht einfach viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, die Technik zu begeistern und ja, das ist einfach das Tolle am THW. Martin Morgenstern, Hauptberuf Mechatroniker. Auch seine beruflichen Fähigkeiten sind für das Helfen beim THW besonders gefragt. Das kommt durch großes Technikinteresse und eigentlich auch aus Lust zur Kameradschaft. Die Technik an sich ist sehr interessant, was man machen kann, wie man es vor allen Dingen macht und das Ganze drumherum passt einfach. T wie Technik, H wie Hilfe, W wie weltweit. Die Männer und Frauen des THW helfen bei Hochwassern, Eisenbahnunglücken und anderen dramatischen Unglücksfällen, bei denen im großen Umfang kompetente technische Hilfe gebraucht wird. Dazu stellen im THW viele freiwillige Helfer und Helferinnen ihre Freizeit in den Dienst einer guten Sache. Katja Müller, 30, Werbegestalterin, ist aktiv beim Ortsverband Apolda. Ich bin selbstständig und die wenige Freizeit, die ich habe, die möchte ich gern sinnvoll nutzen und nicht in einem Sportverein, sondern lieber beim THW, was der Gemeinschaft dann zugutekommt. Anfang war es Interesse an der Technik,
Dann kommt noch ein bisschen Abenteuerlust dazu. Auslandseinsätze, andere Einsätze im Inland gefahren. Sowas. Mach's groß. Das THW in Sachsen und Thüringen ist auch für die Jugend da. Bei uns können Mädchen und Jungen ab 10 Jahren vieles lernen und dabei im Team natürlich auch viel Spaß haben. So wie Sophie Reuter. Ja, ich bin im THW, weil es mir Spaß macht, weil ich dadurch neue Freunde kennengelernt habe und weil ich einfach Menschen in Not helfen möchte. Also ich bin der Dominik Mattes, ich bin 15 Jahre alt und ich bin im THW als Junghelfer, weil ich mich sehr für die Technik interessiere. Natürlich sind bei den großen Aufgaben des THW und der umfangreichen technischen Ausrüstung nie genug Mittel da. Hier setzt der Helferverein des THW an. Menschen, die nicht aktiv beim THW eingreifen können, unterstützen die THW-Helferinnen und Helfer auf diese Weise. Auch im Ausland ist das THW gefragt. Natürlich auch Helferinnen und Helfer aus Thüringen und Sachsen. Die Bundesregierung, die EU und UN bauen auf die Hilfe des THW. Zum Beispiel als Water People bei der Trinkwasseraufbereitung in Afrika, beim Aufbau von Flüchtlingslagern oder bei der Rettung Verschütteter nach Erdbeben. Das Technische Hilfswerk in Sachsen-Thüringen braucht euch. Wir haben die Technik, um Menschen in Not zu helfen. Um die Technik zu bedienen, brauchen wir Manpower. Und deswegen meldet euch bei uns. Der THW Landesverband Sachsen und Thüringen. Für unsere Länder, für Deutschland und weltweit. Hilfe, technische Unterstützung und Katastrophenschutz. Von Mensch zu Mensch. Bei uns ist Ihre Hilfe willkommen. Deswegen raus aus dem Alltag, rein ins THW. Interesse mitzumachen oder anderweitig zu helfen? Weitere Informationen gibt's auf www.deinthw.de. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf mich im Namen des Teams von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen ein paar fröhliche herbstliche Tage. Freuen sich drauf, es wird kühler, bald kommt der erste Schnee. Die Tipps für den Winterdienst hatten wir in der vorletzten Sendung für Sie. Sie können uns gewogen bleiben, auch im Internet unter www.oberlausitztv.de, tagesaktuell, oder Sie tummeln sich gerne in den sozialen Netzwerken, dann finden Sie uns auch bei Facebook. Ansonsten alles Gute, gute Zeit, wir sehen uns wieder am 15. November. Bis dahin, ciao. Das war das Magazin, präsentiert von Landskron, der privaten Braumanufaktur. Immer ein Genuss.